Also, ich bin der Elias. Und ich bin die Selina. Und wir wirken in der Inszenierung Selbstbaukasten vom TJG Theater Junge Generation in Dresden mit. In Selbstbaukasten geht es um den Körper, wie man den eigentlich finden sollte, was man damit machen kann. Aber vor allem, wie man seinen Körper sieht. Finde ich den jetzt selber gut oder eher nicht so? Was wünsche ich mir für den Körper? Es ist wie halt so eine äußere Hülle, die man immer mit sich rumschleppt. Und manche wissen halt gar nicht, was der Körper alles kann. Man guckt früh in den Spiegel seine 5 Minuten, kämmt sich die Haare, aber so richtig intensiv beschäftigen tut man sich eigentlich mit dem gar nicht. Und das haben wir halt gemacht in der Inszenierung. Und darum geht's auch. Wir hatten eine Beschreibung, worum es ungefähr gehen soll. Dann haben wir uns getroffen und dann wurden halt von Anka, so, das ist unsere Regisseurin, ja, ne? Die hat dann halt gesagt, ach, probiert einfach mal, bewegt mal den Arm und versucht mal, das in einem anderen Körperteil zu übertragen. Jedes Körperteil, mit dem man sich bewegt auf der Bühne oder mit dem man tanzt, ist halt dann wie ein Mund. Also man hat halt einen Mund zum Reden und das sind halt wie ganz viele Münder, mit denen man dann gleichzeitig irgendwas sagen kann. Und so kann man dann halt viel mehr sagen als nur mit Worten. Selbstbaukasten soll einfach dazu da sein, dass man sich mit seinem Körper auseinandersetzt und auch einmal kritisch mit sich ist, aber auch am Ende rausgeht mit den Gedanken, na, eigentlich bin ich ja schon gut so, wie ich bin. Wie ich bin, genau.